Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick. Wir blicken voraus auf einige Schiffe und Veränderungen im Spiel. Zuerst fangen wir hier mit der Puerto Rico an. T10 Kreuzer, jetzt im Work-in-Progress-Status, geht also quasi los. Was wird der Dampfer sein? Es wird eine bessere Alaska werden, und zwar auf der Tierstufe 10. Wir haben hier 4 Türme, 305 mm, 71.650 Trefferpunkte, 27 mm ist die Standardpanzerung, also typisch Kreuzer-like. 18,8 km Feuerreichweite wird es geben, 27% Brandwahrscheinlichkeit, die Schäden hier HE 4300, AP 8900. Die Nachladezeit, die gilt es hervorzuheben. 22 Sekunden aufgrund der erhöhten Bewaffnung oder verstärkten Bewaffnung muss das ein bisschen kompensiert werden, so heißt es von Wargaming. 30 Sekunden Turmdrehzeit und ein Sigma von nur 1,9 und einer erhöhten Streuung von 206 Meter auf diese Kampfentfernung von den eben genannten 18,8 Kilometern. Heißt eigentlich, ihr bekommt mehr, müsst aber ein bisschen mehr überlegen, auf was ihr schießt, und die Granaten streuen eine ganze Ecke weiter. Dann gibt es hier natürlich Sekundärbewaffnung mit 6 Kilometer Reichweite, will ich gar nicht so groß weiter drauf eingehen, ändert sich sowieso noch vieles, aber es geht mir um die Charakteristik dieses Schiffs. Ja, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 33,5, Wendekreisradius 910 Meter, Ruderstellzeit knapp unter 16 Sekunden, 15,9, Oberflächenerkennbarkeit 17,6, Luft 11,8, ja, und dann im Nebel stehen und schießen 14,27. Dann hat das Ding einiges an Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam. In Slot 2 könnt ihr hydroakustische Suche oder defensive Flakfeuer wählen. In Slot 3 Jagdflugzeug, Aufklärungsflugzeug oder Überwachungsradar. Also da könnt ihr sogar zwischen drei Sachen wählen. Da darf dann der geneigte DD-Fahrer, der euch in die Quere kommt, dann überrascht sein und russisch Roulette spielen, ob ihr Radar dabei habt oder was anderes. Und in Slot 4 gibt es die Reparaturmannschaft. Die Werte, die ich euch genannt habe, sind natürlich wie immer, ja, ohne Crew oder Verbesserungsmodifikation und so eine ganzen Geschichten. Ja, also, das ist doch mal ein Paukenschlag. Da wusste ich nichts von. Oder da hat auch keiner drüber nachgedacht, glaube ich zumindest, dass hier eine Abwandlung der Alaska, also eine, ja, eine mögliche Forschungsvariante, die man überlegt hat, wo man überlegt hat, die Alaska eventuell so zu bauen, die wurde, soll jetzt hier die Puerto Rico dann in-game werden. Also auf jeden Fall mal ein Papierschiff, weil nach meinem Kenntnisstand wurde dieses Schiff nie wirklich gebaut. Gut, dann kommen wir zum nächsten Schiff, und das ist die Poltava. Ein russischer Dampfer, der so ein bisschen Vladivostok ähnlich aussieht, eine ganze Ecke höher im Wasser liegt. T8 Schlachtschiff. Und ja, es ist am Ende eine Visualisierung oder eine Entwicklung basierend auf dem Projekt 64. Das sollten Schlachtschiffe werden, die eigentlich in geschlossenen Gewässern also unterwegs sein sollten, aktiv sein sollten. Und das Schiff wurde nie wirklich weiterentwickelt, weil das, was sie damals rausgefunden haben oder was sie damals entwickelt haben, hatte seine so hohe Verdrängung wie die Schlachtschiffe, die vorgesehen waren für den Einsatz auf hohen Gewässern, also Atlantik, Pazifik etc. pp. Und in Binnengewässer, ja, dafür war das nachher einfach zu unattraktiv, denke ich mir jetzt einfach mal. Und in diesem Projekt oder in diesem Schiff wird dieses Projekt A eben dargestellt, ja, mit einer anderen Charakteristik als das, was die Russen natürlich von Hause aus haben. Das Schiff soll eine sehr, sehr gute Rüstung, eine geringe Erkennbarkeit an der Oberfläche haben, aber dafür auch eine sehr kurze Reichweite mit den Hauptgeschützen. Das wollen wir uns mal anschauen. Wir haben hier 3 Türme A3 Rohre und jetzt kommt es auf T8 nur 356 mm. Das heißt also ein kleineres Kaliber. Die Vladivostok ist auf T8 mit 406 mm unterwegs im Vergleich. Dann haben wir auch nur eine Feuerreichweite von 16,2 Kilometer. Gut, auf T8 können wir vielleicht noch ein bisschen was dagegen tun. Müssen wir dann sehen, was wir an Möglichkeiten dann haben. Aber 16,2 ist nun wirklich nicht doll, muss man ganz ehrlich sagen. Aber bei der Streuung der Russen ist man ja sowieso eher näher unterwegs. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. HE-Schaden 5300, und das ist wieder so ein Highlight, 41% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist also, oh, wahrscheinlich dann wieder so ein halber Brite schon so ungefähr. Der Pen, dazu steht hier nichts, wie viel die dann penetrieren, ob da noch irgendwas verändert wird, muss man inzwischen ja alles im Hinterkopf behalten, nachdem sie die bei Jahr mit ein Fünftel Pen gebracht haben. Aber gut, geht weiter. Relativ hohe Granatengeschwindigkeiten, 895 Meter die Sekunde. Der Alpha Damage der AP-Granate 11.250 Punkte. Nachladezeit der Geschütze 30 Sekunden, 45 Grad ist die Wendezeit. Streuung
226 Meter, Sigma 1.7. Jetzt hört sich das erstmal grammatisch an, aber ein Sigma von 1.7 und eine relativ hohe Streuung auf Kampfentfernung hatten die russischen Forschungsbaumschiffe auch. Das ist eben da so, dass sich diese Streuung so ein bisschen entwickelt wie so hängende Tulpen, die kein Wasser bekommen haben. Umso weiter weg, desto riesengroß wird die Streuung. Und bei den jetzigen Schiffen der Russen ist es ja so, dass man sagt, so ab 12, 13 Kilometer sind sie super präzise. Mal gucken, ob das bei dem Dampfer hier nachher genauso sein wird. Sekundärbewaffnung geht 5 Kilometer weit, ist jetzt nicht besonders doll ausgeprägt. 8 Türme, A2 Rohre. Dann haben wir ein bisschen Flak, da kann ich gar nicht viel zu sagen, wie die sich nachher tatsächlich im Spiel etablieren wird. Maximale Geschwindigkeit 29 Knoten, 1000 Meter Wendekreis. Ruderstellzeit ist üblich, wie bei den Russen, sehr, sehr zügig, 14,8 Sekunden. Und jetzt kommt's, von Hause aus 13,9 Kilometer Oberflächenerkennbarkeit. Also da können wir schon mal zweimal 10% abziehen, da sind wir schon bei 2,6 Kilometer über den Daumen. Da geht ja noch was mit der Tarnung und so weiter weg. Also da können wir schon bei 11 Kilometer irgendwo sein. Dann Erkennbarkeit zur Luft 12 und wenn er im Nebel steht und schießt 12,1. Da gibt's 3 Slots, Schadensbegrenzungsteam, das hat eine Dauer von 10 Sekunden, Nachladezeit 60, das Premium-Verbrauchsmaterial hat 40 Sekunden und das ist natürlich wieder begrenzt. Oder muss man hier extra sagen, man weiß ja immer nicht, was die da noch einbauen. 3 Aufladungen beim Premium-Verbrauchsmaterial. Hinterkopf nochmal, die Premium-Verbrauchsmaterialien könnte sein, dass die demnächst abgeschafft werden in World of Warships. Das heißt, dass die Standard-Verbrauchsmaterialien eine Ladung mehr haben. Also die kriegen die Eigenschaften der Premium-Verbrauchsmaterialien. Aber ich komme vom Thema ab. Slot 2, Reparaturmannschaft hat dann 2 respektive 3 Aufladungen und der Slot 3 ist dann ein Jäger. Auch, wie gesagt, eine komplett andere Charakteristik als das, was die Russen bis jetzt im Spiel haben. Kleines Kaliber, niedere Erkennbarkeit. Ja, Panzerung 32 mm ist die Basis, also werden wir hier vorne wahrscheinlich 32 mm haben. Das heißt, nur Yamato und Musashi kommen da mit Overmatch durch und dann werden wir mal schauen, wie die restlichen Sachen aussehen, wenn sie dann im Work in Progress sind und dann auch halt mehr Daten dazu bekannt werden, den bekannten Kontributoren. So, und dann kommen wir zum T7-Schlachtschiff California. Tennessee-Klasse kommt ins Spiel. Kleine Kaliber, dafür große Torpedowülste. Nachteile der Low-Tier-Klasse nehmen sie auf jeden Fall mit. Hier eine New Mexico auf T7, wenn man dazu sagen möchte. Ist ein bisschen einfach dargestellt. Ich weiß, die Historiker unter euch sagen jetzt, oh mein Gott, aber ist ja so. Am Ende 58.300 Trefferpunkte, also 5.000 mehr. 25 mm Panzerung haben wir. 4 Türme, 3 Rohre pro Turm. 356 mm, 17 km Kampfreichweite, ist ein Kilometer weiter als bei der New Mexico. Die Werte für HE und AP-Schaden sind identisch mit der New Mexico-Granate. Also 10.500 AP, 5.000 HE, Brandwahrscheinlichkeit 30%. Dann haben wir eine Nachladezeit von 30 Sekunden. Für die 180-Grad-Kehre benötigt ihr Geschütz dann 60 Sekunden. Sigma 1.7, Streuung 230 Meter. Also, das hört sich erstmal alles so wie eine New Mexico an, kann man mehr oder weniger sagen. Die Reichweite ist, wie gesagt, ein bisschen anders. Die Trefferpunkte sind ein bisschen mehr. Sekundärbewaffnung 8 Türme, A2 Rohre, 127 mm. Da ist die Reichweite ein Ticken besser, nämlich ein Kilometer. 5 Kilometer Reichweite ist da veranschlagt. Die Flugabwehr sieht erstmal auch nicht so schlecht aus. 41 Türme, A2 Rohre, 20 mm und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ist ein bisschen schwer, das jetzt zu bewerten, ne? Ohne dass man weiß, wie die Reichweiten der Auren sind und so weiter und so weiter. Und man weiß ja auch nicht, wie die Flugabwehr sich noch entwickelt. Und dann geht es weiter mit der Höchstgeschwindigkeit mit 20,5 Knoten, Wendekreisradius 640 Meter, also man hat aber wieder so ein kompaktes Schiff, man kann relativ schnell Torpedos ausweichen, man hat einen relativ engen Wendekreis, das finde ich eigentlich, das ist wiederum der Vorteil, obwohl das Schiff so langsam fährt. Ruderstellzeit 14,7 Sekunden, Oberflächenerkennbarkeit 13,5, Lufterkennbarkeit 9,7. Ja, und wenn er im Nebel steht und schießt, 11,7. Dann haben wir 3 Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam in Slot 1, Slot 2 Reparaturmannschaft und Slot 3 Aufklärungsflugzeug. Das ist das, was man zum T7-Dampfer sagen kann. Und dann gibt es nämlich noch einen Dampfer, den ich für euch heute habe, und zwar die Marceau, ein französischer Zerstörer, der die Colbert-Türme hier verpasst bekommt, nämlich 4 Türme, jeder Turm hat 2 Rohre, 127 mm. Dafür hat der Teil keine Hauptbatterie-Nachladebeschleunigung. Die Penetration der AP-Granaten ist definitiv schlechter. Und
ja, sie wird halt dadurch mit AP nicht so effektiv sein, wird dadurch mehr HE schießen, also so ein HE-Spammer wird das wieder werden eher. Sonst sehen die Werte ziemlich ähnlich aus. Reichweite 11,5 Kilometer, Brandwahrscheinlichkeit 7%, Alpha Damage HE 2100, AP 2600. 3,5 Sekunden Nachladezeit hatte ich eben gerade schon gesagt. Turmdrehzeit 6 Sekunden, Sigma 2.0 Streuung 117 Meter auf 11,5 Kilometer Reichweite ist das, ja, okay. Ne, dann gibt es bei dem DD hier noch Torpedowerfer und zwar an jeder Seite 2. Und die sind anders als bei den Franzosen. Sonst sind sie ja immer sehr, sehr schnell und mit einer relativ kurzen Reichweite versehen. Diese werden 14.800 Alpha Damage haben, Reichweite 9 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 60 Knoten und die Nachladezeit der Werfer dauert 90 Sekunden. Der Torpedo ist dann 1,3 Kilometer weit sichtbar. Interessant ist noch zu erwähnen, gerade bei der Flugabwehr, die Türme, auch die Hauptbewaffnung, ist Dual Purpose. Das heißt, es ist für beides verwendbar, also für die Luftabwehr oder für Beschuss anderer Schiffe. Und dadurch wird dieser Zerstörer hier eine sehr, sehr gute Flugabwehr haben für Zerstörerverhältnisse. Und weil sie einfach halt mit reingerechnet wird, als Flugabwehrkanonen sozusagen. Und dann gibt es eine maximale Geschwindigkeit von 44 Knoten. Es wird einen Motorboost geben. Zumindest Stand jetzt, Work in Progress ist ja alles, was ich hier gesagt habe. Mit Sierra Mike zusammen werden wir sicherlich über 50 Knoten schnell fahren. Ruderstellzeit 4,8, Oberflächenerkennbarkeit, wir erinnern uns, 9 Kilometer Torpreichweite, Oberflächenerkennbarkeit 8,9. T10-Schiff zweimal auf Tarnung gebaut, möglicherweise, oder reicht sogar einmal auf Tarnung gebaut. Und wir können auf jeden Fall verdeckt torpen, ganz safe. 4,8 Kilometer Lufterkennbarkeit und wenn er im Nebel steht und schießt, 3,4 Kilometer. Bis jetzt wird diese Teil trotzdem keinen Nebelwerfer haben. In Slot 1 haben wir ein Schadensbegrenzungsteam, in Slot 2 das defensive Flakfeuer und in Slot 3 eben den angesprochenen Motorboost. Da ist auch nichts im Austausch oder so, Stand jetzt. Gucken wir mal, wie diese Schiffe dann tatsächlich ins Spiel kommen. Ich hoffe, ihr nehmt bei den vier Schiffen jetzt ein bisschen Spielspaß und Spannung mit. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu den vier Dampfern. Findet ihr sie sinnvoll? Findet ihr sie nützlich? Braucht World of Warships diese Schiffe? Einfach rein damit in die Kommentare unter dieses YouTube-Video. Ich hoffe jetzt, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da. Ihr könnt uns natürlich auch gerne noch woanders folgen, zum Beispiel auf Facebook. Da sind auch die Artikel ins Deutsche übersetzt, die ich jetzt euch ja links eingeblendet habe. Sonst lade ich euch noch herzlich auf den Discord ein. Da haben wir immer auch mal ein paar Gewinnspiele außerhalb der Livestreams oder außerhalb der YouTube-Videos. Vielleicht habt ihr ja Bock. Schaut vorbei. In dem Sinne, ich sage danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Euer Seacrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.